Ja, hallo. Ich wollte heute mal zeigen, wie ich hier hingekriegt habe, so eine Hülle, Kiste auszuhüllen. Kostet wenig, bisschen Aufwand auszuschneiden, aber ist absolut effektiv. Ich will den Boden hier, der soll da bleiben quasi, dass wirklich nur diese Querstreben hier raus sind. Im Endeffekt braucht man nur so Sägeblätter. Schneller geht es natürlich mit so einem Ding, aber das hat ja nicht jeder. Sägeblätter und dann ein bisschen rumfummeln, dann funktioniert das. Und dem kann man da durchsägen. Hier will ich einmal rum, da, da, da. Und danach hier so quasi die hier abzumachen. So, ich habe jetzt hier einmal da entlang gesägt, also immer diese Querstreben da rausgenommen und geschaut, dass die Dinger hier stehen bleiben. Weil ich will ja, dass der Boden da bleibt. Ich habe es jetzt hier geschafft, dass die so ab sind quasi. Weil ich habe ja das Glück, dass ich hier Sägeblätter habe, die hier tatsächlich bis ganz durchkommen. Also auch da unten hier. Und dass ich so ein tolles elektronisches Gerät habe. Ich habe hier jetzt noch diese Zwischendinger. Diesmal mit der Hand hier einfach so einmal von der Seite gepopelt und dann von der Seite hier. Dann sind die schon mal ab. Und das würde ich jetzt bei jedem machen. Hier ist es auch schon. Da ist zwar ein bisschen hässlicher, aber dann die ganzen hier und die Querstreben hier, weil die sind ja für das Blatt leider zu dick. Da muss ich, glaube ich, das Kleine nehmen und mit der Hand reinfummeln. So, ich habe jetzt hier alle durch, alle Zwischendinger auf die quer und jetzt hängt es quasi nur noch an den Dingern hier. Ich habe jetzt hier so einen Stemmeisen einfach jetzt geholt und damit überlegt, kann man perfekt hier rein, zack, und die abstemmen. Ui, das klappt ja super. Mensch, 1A. Hier drinnen sieht es noch nicht so ganz schön aus. Vor allem hier, da, die mag ich nicht ganz so doll. Da werde ich jetzt auch probieren, das abzumachen, aber diesmal nicht mit der Seite, hallo, mit der Seite, sondern so rum quasi. So, dass ich nicht reinbohre in das, egal. Oh, das war krass. Also mit den Dingern Plastik zu schneiden, macht deutlich mehr Spaß als Holz. Achtung auf das Geräusch. Oh, Scheiße. So, Kiste ist fertig. Innen drin ist jetzt ausgehöhlt, wie man hier unschwer erkennen kann. Die Ränder sind ziemlich schön, finde ich. Aber an sich tut es jetzt seinen Zweck. Man kann sie benutzen als Kiste, hier Sachen reinzutun. Wenn man Sachen hat, die nicht durchfallen sollen, mal vielleicht noch schlau ein Brett reinzumachen. So, nochmal von unten, worauf man vielleicht achten sollte, ist, dass sie jetzt halt, ne, weil keine Stabilität mehr durch die, durch dieses Ding hier, die biegt sich jetzt halt durch, ne? Also draufstehen würde ich jetzt nicht unbedingt mehr empfehlen. Ist schon ziemlich weich jetzt, hat jetzt halt nur noch einen Zweck, ne? Das hier ist der
Abfall, der dabei entsteht. Natürlich wild, wenn man das aufräumt und wenn man das so macht, wo man nicht in die Sachen in der Wiese liegen lässt. Gott, dieser Sound von dem Fokus, ey. Genau. So könnte es dann in Action aussehen, wenn man hier... Also, es macht Sinn, da noch irgendwie so was drunter zu legen, keine Ahnung, Filzplätze, aber ich habe jetzt nichts. Deswegen schrafft es jetzt leider so. Aber hier, Kiste passt perfekt da drunter. Zack, sieht cool aus, kann man seine, keine Ahnung, Unterwäsche, Socken reinmachen. Was vielleicht noch interessant wäre, die Maße von so einer Kiste. Ist 30 mal 30 mal... Ich schätze 40. 30 mal 30 mal 40, also eine handelsübliche Kiste. Und wie gesagt, auch hier an die Ecken so Filzpads, dass sie nicht schleift. Ich weiß nicht, wie viel kostet so eine Kiste? 3 Euro Pfand, 3,50 Euro. Plus man hat ja noch den Inhalt. Also gemütlicher Abend, und aus dem gemütlichen Abend entsteht dann ganz billig eine Kiste. Wie viel kostet so ein Ding bei Ikea? Wahrscheinlich kriegt man das in der Größe gar nicht mal. Und in der hier Stabilität, so ein Ding kennt man ja, ne? Hält ja 1000 Kilo gefühlt. Passt selbst Oma drauf. Das kriegst du hier gut rein, sieht cool aus. Ja. Ist einfach praktisch, das Ding, ne? Einfach praktisch. Und mit zwei Kisten, ich habe jetzt hier eine zweite genommen. Diesmal eine mit 0,5er Flaschen. Und die war ehrlich gesagt schwieriger auszuschneiden, weil die hier unten anders aussieht als die. Die hatte viel mehr Querstreben und viel stabilere auch. Aber es hat trotzdem geklappt und jetzt passen beide da ziemlich schön rein. Kostet ein bisschen Aufwand an Zeit, aber es ist auf jeden Fall wert.